Supermittelgewicht steht an, Gewichtslimit 76,2 Kilogramm. Ich darf Ihnen wie immer zuerst die Offiziellen vorstellen. Der Supervisor des BDB, Bund Deutscher Berufsboxer, ist Christian Ritter aus der Bundesrepublik Deutschland. Sollte der Kampf über die volle Distanz gehen, sind die drei Punktrichter bzw. unsere Punktrichterin Caroline Pütz, Adrian Laschescu und René Fiebig, alle drei aus der Bundesrepublik Deutschland. Kommen wir zum Boxer in der blauen Ecke. Er ist 40 Jahre alt, brachte gestern beim Wiegen genau 76,1 Kilogramm auf die Waage bei einer Körpergröße von 1,78 Meter. Er ist Profi seit 2008. Sein Kampfrekord 44 Kämpfe, 23 Siege, 7-mal gewann er durch K.O. aus Buenos Aires, Argentina, Christian Fabian Rios. And now, ladies and gentlemen, und nun, meine Damen und Herren, die rote Ecke, the red corner. Er ist 31 Jahre jung, brachte gestern am Wiegen genau am Limit des Supermittelgewichts 76,2 Kilogramm auf die Waage bei einer Körpergröße von 1,82 Meter. Er ist Profi seit 2016. Sein Kampfrekord, er ist ungeschlagen. He is undefeated. 20 Kämpfe, 20 Siege. 9-mal gewann er durch K.O. Er ist der ehemalige IBF Latino und IBO International Champion all the way from Matanza, Cuba. From Agon Sports and Event, El Indomable, William Skull. The referee in charge, der Ringrichter ist Marco Morales, jetzt mit den letzten Instruktionen. Now with the final instructions. Sechs Runden im Supermittelgewicht. Seconds out, Ring frei, Runde 1, Round 1. Wenn Sie sich jetzt wundern, warum ein William Skull, Nummer 1 zur IBF, Weltrangliste, hier nicht den Hauptkampf bestreitet, sondern hier in der Mitte des Programms erscheint, dann aus dem einen Grund, dass er ganz kurzfristig hier auf die Fight Card genommen werden musste, um nicht eben diesen Rang 1 bei der IBF zu riskieren. Es gibt da neue Regeln und demnach musste er hier ganz schnell einen Kampf bestreiten und da kam dieser Kampfabend hier und heute genau richtig. Sein Gegner Christian Fabian Rios, mit Sicherheit der krasse Außenseiter hier. Überragend, sein Sieg im WM-Ausscheidungskampf gegen den Russen Evgeny Svedenko. Und er hofft natürlich auf einen WM-Kampf, wenn er schon einen WM-Entscheidungskampf gewonnen hat. Wird sich alles noch entscheiden. Rechtsausleger. Na, wechselt die Auslage auch mal. Ja, das kann er halt beides, ja, ne? Das sieht ganz gut aus. Aber hier fühlt er sich sicher in der Normalauslage. Ängstlich. Der Christian traut sich nicht richtig zuzuhauen.
Ja, macht den Spaß, ihm zuzuschauen, dem William Skull. Technisch brillanter Boxer. Meine Damen und Herren, liebe Boxsportfreunde, heute Abend bei uns am Expertenmikrofon begrüßen Sie den ehemaligen IBF-Weltmeister im Mittelgewicht. Schön, dass du da bist. Sebastian Silvester. William Skull. 31 Jahre alt, 1,78 Meter auf Kuba, in Manta Nanzas geboren. Ist dann nach Argentinien gewechselt, nach Trelew. Da kommen auch einige interessante Boxer her. Omar Andres Navas beispielsweise 2002 bis 2010 WBO Fliegengewichtsweltmeister und damit der am längsten regierende Champion im Fliegengewicht aller Zeiten. Und auch die Mattis-Familie, die einige hervorragende Boxer herausgebracht hat. Ein bisschen genauer zum Kopf hoch. Ja, er probiert jetzt erstmal über den Körper. Natürlich auch undankbar für einen Mann wie den Christian Fabian Rios, so als Last-Minute-Boxer da eingeflogen zu werden. Dann auch noch gegen Nummer 1 der Rangliste. Ja gut, das liegt ja an ihm selbst, ne, wo ich stehe. Ne? Ob ich oben stehe oder ob ich nur zum Verlieren eingekauft werde. Na? So ein richtiger Fleißiger sieht Christian ja auch nicht aus beim Training. Ne, im Mittelgewicht habe ich noch nie so einen Untrainierten gesehen, sage ich mal. Ne? Wenn sind es einfach nur, ja, die zum Verlieren eingekauft werden. Er ist die Nummer 449 in der Weltrangliste. Also schon ein kleiner Unterschied zu... Ich würde sagen, es ist ein großer Unterschied. Klein kann man dazu nicht mehr sagen. Ja, man sieht das ja auch, ne? Das Skull macht den Kampf, kann ihn hinstellen, wie er möchte. Ne? Und der Christian, ja, der agiert nur. Oder reagiert nur. Man hat auch den Eindruck, dass der Skull noch mehr könnte, wenn er wollte. Ja, der hat bestimmt noch eine Runde, zwei, drei Runden gekriegt, wo er sagt, pass auf, entspann dich, mach mal einen schönen Trainingskampf draus, bisschen was für die Zuschauer und dann fünfte, sechste vielleicht dann. Ja. Er geht auch entspannt hinterher, nicht aufgeregt, überhastet oder so, also macht er ganz gut. Meine Damen und Herren, liebe Boxsportfreunde, an dieser Stelle begrüßen wir, ab dem 1.11. ist er der neue Bürgermeister hier von Falkensee. Hallo und herzlich willkommen, ein großer Förderer des Boxens, Heiko Richter. Schön, dass Sie da sind. In der Ecke von Skull, Frankie Dama und Björn Schicke. Also ich sehe noch keinen Schweißtropfen beim Skull. Seconds out.
Da hat er noch keine erhöhte Temperatur. Ja, also er kann sich das Tempo aussuchen. Das macht für jeden Boxer da oben Spaß, wenn man das Tempo sich aussuchen kann. Also sieht bei Christian anders aus. Oh ja, schön. Jo, der war nochmal wichtig, der linke Leberhaken. Man vertragen kann einiges, der Rias. Ja, boxt er ein bisschen an und dann zieht er immer mal wieder durch zwischendurch. Ja, eine Verfolgungsjagd hier. Oh ja, der war gut. Schöner rechter Haken zum Kopf. Ja, jetzt erhöht er den Druck ein bisschen. Ja, sind gleich die Hälfte geschafft. Ja, eine harte Hand kommt bestimmt noch. Jawohl. Noch einer. Jawohl. Dritte Runde rum. Die Überlegenheit von Skull nimmt zu. Er ist die Nummer 2. Auf Kuba hinter WBA-Weltmeister David Morell. Der hat 9 Kämpfe, 9 Siege. Und vor dem in Berlin lebenden Osles Iglesias mit 8 Kämpfen und 8 Siegen. In diesem Jahr ein Team mit 95 Mitarbeitern, über 26.000 Quadratmeter Fläche und 20 LKWs. Also, Seconds out, ringfrei. Und wir, Round 4. El Indomable wird er genannt, der Unbesiegbare, der William Skull. Ja, jetzt wird das langsam wissen, ne? Ja. Jetzt kommt er langsam auf Temperatur. Hey.
noch nicht mehr raus aus der Ecke. Standfehler, oder? Ja. Naja, war nichts. Oder? Zählt er an? Nee. Ja. Doch. Da hat er schon härtere Dinger gekriegt. Davon können wir ausgehen. Reingefallen, da muss er aufpassen. Bisschen stabiler stehen. Kämpft nur noch am Überleben, der Christian. Ja, schön kontrolliert macht er das. Das ist toll. Ja. Kräftige Linke da zum Kopf, aber bleib stehen. Nochmal. Jetzt versucht der Wechselhaufen. Ja, mit dem Gong nochmal schön einen auf den Gong gekriegt. Also wenn man irgendwas bemängeln kann bei Skull, dann ist es vielleicht auch die Starkhärte. Wenn man sich so seinen Kampfrekord anschaut. Aber hier hast du ja auch einen Gegner, der sich nur versteckt, ne? Der kein Loch gibt oder so, keine Öffnung. Ne? Du musst wirklich suchen und wirklich arbeiten. Ne? Und dann ist es... Ja, schwer. Der Rios 2012 um die argentinische Meisterschaft gekämpft, verloren gegen Billy Acundo Godoy, der 2021 gegen Vincenzo Gualtieri verlieren sollte, 2014 argentinischer Meister, 2018 Niederlage um die Südamerika-Meisterschaft und 2022 Niederlage gegen den Brasilianer Esquiva Falcao gegen den Gualtieri, ja bekanntlich Weltmeister wurde. Rechts zum Kopf beide. Er versucht halt den Rios mit den Auslagenwechseln immer ein bisschen zu irritieren. Juckt den aber nicht groß. Ja, sehr einseitiger Kampf halt. Aber verständlich, ne? Wer will Platz 1 riskieren, ne?
sich da so eine Rakete zu holen. Ja. Also wie gesagt, das Ganze ging ja von heute auf morgen. Also Anfang der Woche wurde es entschieden. Okay, ist ja noch schneller. Da. Ja. Du hast ja auch nichts mehr hin. Das ist doch in Ordnung. Schöner Sparringskampf hier. Wichtig ist, dass er sich jetzt nicht verletzt noch auf dem Ellbogen haut oder so. Also so brennt hier nichts an, wenn der Kampf so weitergeht. Ja, zwei Weltmeister hat Argon schon. Ja. Und Skull soll den nächsten WM-Kampf kriegen. Und Golden Jack Kulkai auch noch. Das ist ja schon lange im Gespräch. Das ist schon, ja. Aber wenn du halt mit den Charlo einen hast, der halt alle vier Titel hat, ne, und blockiert, ist es schwierig ranzukommen. Ja, natürlich. Und hier natürlich mit Canelo Alvarez auch, ne? Meine Damen und Herren, liebe Boxsportfreunde, an dieser Stelle begrüßen wir den Promoter Houim Süleymani mit seiner Gattin. Schön, dass Sie da sind. Ebenso der ehemalige Weltmeister im Halbschwergewicht, Caro Muad ist in der Haus. Schön, dass du da bist, Caro. Und last noch, but not least, Tom Schwarz ist in der Haus. Schön, dass du da bist. Second Sound, ringfrei, Runde 6. Gibt's hier viel zu besprechen? Round 6. Ja, jetzt wollen die noch überleben und dann hat er auch einen Sieg. Rein theoretisch hat er überlebt, ne? Also. Aber wenigstens keiner, der angereist kommt, um sich da gleich hinzulegen. Sondern er beißt sich ja tapfer durch, der Christian Fabian. Ja, ist doch richtig. Ne? Also, für Skull ist es gut. Der geht nochmal 6 Runden. Schön. Das Tempo kann er sich aussuchen. Ne? Hat mal einen anderen Gegner vor den Fäusten. Bisschen Stimmung in der Halle. Nimmt die Dinger, ohne da mit der Wimper zu zucken. Ja, da steckt nichts drin bei Christian. Müssen sie beide lachen. Ah, hat er noch 30 Sekunden. Ja, macht schon Spaß, dem Skull zuzuschauen. Dass er es gegen Stärkere
auch kann, hat er gegen Schwedenko bewiesen. Und der Dios, der wird weiterreisen. Zuletzt war er in den USA, dreimal gekämpft, dreimal verloren. Aufgabe erledigt für William Skull. Auch so kann man Nummer 1 bleiben, ne? Ja. War doch ein schöner Sparringskampf. Ja. Zwar einseitig, aber auch okay. Urteil war man natürlich auch noch, war schon den Kopfhörer abgelegt gehabt. Aber eindeutiger kann nicht ausfallen als 60 zu 54. Zu 53, ne? War er unten? Er war ja einmal angezählt. Meine Damen und Herren, liebe Boxsportfreunde, noch mal einen großen Applaus für beide Fighter. As we go to the scorecards, all three judges scored this fight 60 to 53. Alle drei Punktrichter werden den Kampf 60 zu 53. We got a winner by unanimous decision. El Indomable! William Skull. Stimmt, also weggerutscht ist da. Meine Damen und Herren, ja. Boxsportfreunde, an dieser Stelle muss man noch kurz erwähnen, William Skull ist die Nummer 1 der IBF, also der offiziellen Weltrangliste. Das heißt, er ist der Nummer 1 Herausforderer von Canelo. Und dieser Canelo, den kennen wir ja alle, der geht aber momentan ein wenig andere Wege, aber es wird versucht und alles dran gesetzt von Ingo Volkmann hier in der ersten Reihe, dass es zum Kampf William Skull gegen Canelo kommt. Also, dieser Mann, der gerade hier im Ring stand, ist die Nummer 1 der IBF und dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Wir machen ein kurzes Päuschen, 20 Minuten, bitte seien Sie um 20:25 wieder hier. 20:25 geht es hier weiter mit 6 Klassekämpfen in Falkensee. Dankeschön. Sadness burning in my heart. You left too early, final love. So many things I should have said, but in your mind you knew it well. Holding on to all I got of love, but things still seem so dark and cold. The fire burning down my happiness. We'll be right back.
strong you truly were. I took it with me as a tough. Serving on a platter, so what we gon' have, dessert or disaster? I never thought I'd